Moin! Wie ihr im letzten Video gesehen habt, sind wir hier auf einem Stellplatz in Pisa angekommen. Jetzt haben wir schon Donnerstag. Wir haben uns abfahrbereit gemacht, sind eigentlich auch schon quasi auf dem Weg, den Campingplatz wieder zu verlassen. Das Schöne hier an dem Platz ist, man kann bis 14 Uhr hier eigentlich stehen bleiben. Nicht so wie bei den anderen, wo man 10 Uhr, 11 Uhr oder 12 Uhr Abfahrt hat. So konnten wir gemütlich zusammenpacken. Ja. Trotzdem ist es 11.30 Uhr und wir fahren, wie alle. Ja, wie die meisten. Also die meisten sind auch früher gefahren. Jetzt fahren wir Richtung Toskana oder in die Toskana. Wo genau, wollte Olli nicht verraten. Das seht ihr dann, wenn wir da sind und ich auch. Ja, wir nehmen keine Mautstraße, weil es irgendwie nur 20 Minuten länger ist. Und ja, bis später. Nach unzähligen schlechten Straßen, schlechten Autobahnen, ja, melden wir uns aus Cortona. Hier stehen wir auf einem kostenlosen Stellplatz, der sogar Fähr- und Entsorgung hat, kostenlos Strom. Es gehen allerdings nicht alle Stromsäulen. Ja, es ist wunderbar ruhig, auch wenn hier gegenüber die Schnellstraße und die Bahn ist, aber die hört man fast nicht. Ja, die Sonne kommt auch raus, das Wetter wird besser. Wie ihr seht, machen wir uns gerade was zu essen. Und werden dann mal gucken, was es hier zu sehen gibt. Wir sitzen wieder im Auto, sind von Cortona, da von dem kostenlosen Stellplatz, losgefahren. Da haben wir sehr gut geschlafen, war sehr ruhig. Es war auch nur noch ein anderes Wohnmobil da. Ja, Strom haben wir auch rausgefunden, also war ja kostenlos, aber manche Säulen gingen nicht. Nachdem wir den mal geguckt haben, waren einfach die Sicherungen draußen, die man hätte wieder reinmachen können. Da hätten wir uns das Hin- und Herfahren sparen können. Also von den Plätzen, so dass wir irgendwo Strom kriegen.
Ja, heute Morgen oder heute Nacht hat es geregnet wie Sau, sodass wir dachten, dass das Wetter heute Morgen nicht so schön wird. Aber es scheint die Sonne, es ist leicht bewölkt, es regnet nicht mehr. Und jetzt sind wir wieder auf den wunderschönen italienischen Straßen unterwegs und schlängeln uns Richtung Adria. Ja, und da gucken wir mal, was wir finden, wo wir uns hinstellen, wie es da ist, bevor es dann langsam wieder Richtung Heimat geht. Bis später. Moin! Wie ihr gesehen habt, sind wir in Igea angekommen. Das ist 8 Kilometer nördlich von Rimini. Hier stehen wir auf dem Stellplatz, quasi, weiß ich nicht, 50 Meter vom Strand entfernt. Ja, der kostet die Nacht ohne Strom 15 Euro. Am Strand wird ein bisschen gebaut oder Vorbereitung getroffen für den Sommer. Jetzt ist alles schön leer hier. Wir sind ein bisschen oder gestern die Promenade hier entlang gegangen. Das meiste hat zu, es sind nur wenige Geschäfte, die aufhaben. Ja, der Strand ist wie ausgestorben, so ist es gut für die Hunde, so konnten die da schön laufen. Ja, ansonsten ist es ja eigentlich recht schick. Wir werden jetzt den Rest zusammenpacken, vorbereiten und dann fahren wir weiter, wieder Richtung Schweiz. Musik.
weil wir quasi fast dran vorbeigefahren sind, sind wir jetzt an der Formel-1-Strecke in Imola. Hinter uns ist sie zu sehen. Wir wollten uns hier das Denkmal angucken von dem Ayrton Senna. Olli hat es gerade gesagt. Ja, hier drumherum ist gleich ein Riesenpark. Da gehen wir jetzt noch Gassi eine Runde, bevor wir uns weiter auf dem Heimweg machen.